Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nehmen eine ganz zentrale Funktion in unserem Bildungssystem. Sie sorgen für eine optimale Förderung von allen unseren Schülerinnen und Schülern. Sie unterstützen damit die Partizipation von allen Menschen an Bildung und am gesellschaftlichen Leben. Sie setzen sich dafür ein, dass unsere Gesellschaft vielfältige Ressourcen nutzt und integriert. In Stadel legt man viel Wert darauf, dass alle Kinder integriert werden können. Und darum haben wir ein super Konzept, wo eine Heilpädagogin für zwei Klassen zuständig ist. Mit der engen Zusammenarbeit kann man das integrativ eigentlich leisten, dass ja, alle Kinder ihren Bedürfnissen gerecht gefördert werden können. Hier befindet sich das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn. Der Tag der schulischen Heilpädagogik startet mit einem Morgenkreis. Guten Morgen! Amelia, schau mal, du darfst hier sitzen. Das Heilpädagogische Zentrum Hagendorn ist für die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit kognitiven oder mehrfachen Beeinträchtigungen zuständig. Mein Name ist Lea Carlino, ich bin schulische Heilpädagogin. Kinder und Jugendliche mit komplexen Beeinträchtigungen sind meist auf Unterstützung in der Kommunikation angewiesen. Für ein besseres Verständnis werden beispielsweise Aktivitäten mit Objekten unterstützt. Johann, was ist das? Berufsalltag als Heilpädagogin ist sehr, sehr vielfältig. Wir arbeiten in Grossgruppen, in Kleingruppen. Es ist sehr eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ist auch sehr, also für mich ist es sehr ein spannender Beruf, weil auch jedes Kind ist eigen. Damit alle Schüler gezielt gefördert werden können, ist es ganz, ganz wichtig, dass man sie gut beobachtet, gut analysiert, auf welchem Entwicklungsstand ist das Kind. So schafft die schulische Heilpädagogin eine Umgebung, die den Kindern und Jugendlichen eine optimale Partizipation und individuelle Entwicklung ermöglicht. Olivia Cerisola ist unsere Heilpädagogin. Sie unterstützt mich in der Fachkunde gut, zum Beispiel in Mathematik oder auch im Deutsch. Ich mache nach der 9. Klasse Strassenbauer und Frau Cerisola hat mir dabei geholfen, dass ich die Bewerbung schicke. Das Ziel ist, dass für jedes Kind eine passende Anschlusslösung parat ist, dass das Kind also nicht ich suche, sondern ich schaue mit ihnen und ihren Eltern zusammen, schauen, erarbeiten, sie begleiten den ganzen Übergangsprozess. Und wegen dem haben wir hier in Selzach so ein Lernatelier, das nennt sich spezielles Berufswahlcoaching. Und das ist prioritär eben für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Geht wirklich in ein Bewerbungspraktikum, man geht an Vorstellungsgespräche. Und all das üben wir in dem speziellen Berufswahlcoaching. Sie hat mir geholfen, wenn ich an einer Firma anrufen muss, wie ich reden soll und so. Und das hat mir wirklich sehr weitergeholfen. Ich bin Viola Buchmann, ich bin auch schulische Heilpädagogin und bin an der Fachstelle für unterstützte Kommunikation tätig. Viola Buchmann kümmert sich als Fachperson darum, dass Schülerinnen und Schüler mit einer verbalen Kommunikationsbeeinträchtigung eine individuell auf sie angepasste Unterstützung erhalten. Meine Tätigkeit hier ist, ich glaube, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten, die neuen Mitarbeiterinnen einführen ins Thema, wenn sie hier anfangen. Ich habe verschiedene Gerätschaften, die ich inventarisiere und an den Leuten rausgebe. Ich schaue förderdiagnostisch, wo stehen die Kinder, was brauchen sie. Und schaue dann nachher eigentlich mit dem gesamten Team, wo wir wollen, wie wir arbeiten wollen. Genau. Mein Name ist Jörn Bräunig. Ich bin schulischer Heilpädagoge und arbeite am Heilpädagogischen Zentrum in Hagendorn. Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung sind eine Zielgruppe heilpädagogischer Förderung. Ihre charakteristischen Besonderheiten zu kennen und auf ihre spezifischen Bedürfnisse einzugehen, bildet die Grundlage für eine adäquate Begleitung.
Die Mittel, die es im Unterricht braucht, sind sämtliche Hilfsmittel der unterstützenden Kommunikation von realen Gegenständen über Fotos, Piktogramme, Gebärden, technische Hilfsmittel. Setzen wir alles ein, um für die Schüler eine größtmögliche Vorausschaubarkeit ihres Alltags zu ermöglichen. Meine Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachpersonen und den Eltern ist sehr vielfältig. Es gibt schulische Standortgespräche, wo es vor allen Dingen darum geht, mit den Eltern zusammen an den individuellen Lernzielen zu arbeiten. Ich bin Caroline Wittwer, ich bin schulische Heilpädagogin, arbeite jetzt aber hier in der Fachstelle, bin für Autismus zuständig. Meine Aufgabe ist mehr so der Bereich, der Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten, und ich berate diesbezüglich die Mitarbeitenden, begleite mit Team-Inputs, mit Einzelberatungen, dass wir zusammen schauen, was kann man machen, was könnte helfen. Ich denke, Heilpädagogen sind sehr wichtig. Die Herausforderungen für die Lehrpersonen nehmen zu, werden immer breiter, die Klassen werden heterogener, die Lehrpersonen leisten einen super Job, sie sind breite Allrounder, und der Heilpädagoge unterstützt die Lehrperson durch Fachwissen, durch spezifisches Wissen. Das macht die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zu zentralen Akteuren, wenn es darum geht, sonderpädagogisches Wissen ins System zu transportieren und mit ihrer Professionalität ein inklusives Bildungssystem mitzugestalten. Ich bin vor 4 Monaten die TFH abgeschlossen, habe das berufsbegleitend gemacht, und die haben ganz viel Theoriewissen gewonnen. Das Theoriewissen, das hilft mir ungemein, weil meine Hauptaufgabe ist, zum Kinder beobachten und schauen, wo sie stehen. Und dazu, damit ich das einordnen kann, muss ich ganz viel Wissen haben. Und das konnte ich an der HFH gewinnen. Grüezi miteinander. Ich kann jetzt das, was ich beobachte, in meinem Alltag viel besser einordnen. Und das kommt dem Kind natürlich zu gut, wenn ich genau weiß, wo sie in der Entwicklung stehen und wie ich ihnen weiterhelfen kann. Und dank meiner Ausbildung kann ich hier in der Schule die Kinder, die Eltern und vor allem die Klassenlehrpersonen unterstützen in ihrer Arbeit. Das Handlungsfeld und die Tätigkeit der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ist sehr vielfältig. Ziel ist Bildung für alle, das gemeinsame Lernen aller Kinder und Jugendlichen. Dazu leisten schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit ihrem spezifischen Fachwissen und der Beratung von Lehrpersonen und Eltern sowie der Unterstützung von Schulleitung und Behörden einen wesentlichen Beitrag.